Ja, hallo liebe Freunde und willkommen hier wieder zurück zu Jurassic World. Schön, lange nicht mehr gespielt, aber sechs neue Dinosaurier. Was ist das? Neue Forschung für Jurassic World, das gefallene Königreich. Ach ja, es gab ja in der Zwischenzeit sechs neue Dinosaurier sind jetzt zur Verfügung gestellt worden, weil ja das gefallene Königreich in den Kinos kam und hier steht ein Sturm bevor und das heißt für mich, oh Kacke. Oh Gott, ich muss mich erstmal wieder ganz kurz wieder reinspielen. So, Hamilton Entwicklungslabor haben wir hier. Gleich erstmal die alle Schutzräume öffnen, weil wir brauchen gleich mal die Schutzräume. Was war hier? Hier ist ein Tier fertig geworden und zwar ein weiterer Velociraptor, aber den lassen wir erstmal während der Sturmzeit noch drinnen. Wo habe ich denn jetzt meine verschissenen Raptoren hingestellt? Ach ja, die sind ja hier oben. Sehr schön. Wir müssen da definitiv einen anderen Zaun vorziehen. Die werden wieder ausbrechen. Die werden hier definitiv wieder ausbrechen. Das sehe ich jetzt schon kommen. So, was ist hier? Wird gebaut. Stromverbrauch. Das ist das Innovationszentrum. Sehr schön. Wird mal eben auch in so welchen Scheißtagen gebaut. Und ja, wir hätten ja jetzt schon längst die neue Sache freispielen. Also wir können ja jetzt schon längst das nächste freispielen. So, Dinosaurier gedeihen nur bei optimalen Forschung Umweltbedingungen. ansehen. Was haben wir hier? Hier was Neues? Nein, hier nicht. Fossilien haben wir auch noch nicht, weil wir kein Fossilien-Team losgeschickt haben. Könnten wir eigentlich mal losschicken. So, was gibt's denn hier Neues? Das ist erschöpft. Was ist hier? Dilophosaurus. Was? Aha, Dilopho. Den kenne ich noch nicht, da schicken wir die mal hin. Und sechs neue Dinosaurier-Typen. Also, ich fand übrigens den Film Das gefallene Königreich gar nicht mal so schlecht. War ganz cool. So, das gibt mir jetzt auch wieder ein bisschen Kohle, das Innovationszentrum. Und die Gäste fühlen sich nicht sicher. Verbessern ihre Sicherheitsbewertung, um das Vertrauen zurückzugelangen. Okay. Fühlen sich nicht sicher. Die fühlen sich bei mir nicht sicher. Was brauchen sie denn noch? Ich meine, es gibt nichts Sichereres als das hier. Die Dinosaurier sind alle nicht ausgebrochen, was schon mal eine schöne Sache ist. So, dann lassen wir den mal wieder frei. Unseren kleinen Raptor. Die sind auch immer zu putzig, ne? Also allein schon die Dinos so zu beobachten, ist schon echt was Geiles. Muss ich sagen. Oh! Ehrlich gesagt, mir würde auch schon einer abgehen. Raptoren haben einen schlechten Ruf, weil niemand versteht, dass sie Alpha-Raubtiere sind. Unser Job ist es ihnen, den Raptoren zu Ach ja. zeigen, dass wir ebenfalls Wartet mal eben ganz Alpha-Raubtiere kurz. Ich sind. muss mal eben ganz kurz gucken. Genau, T war das gewesen. Aufgabe hinzufügen. Ich muss mal nicht immer gucken, Verstanden. dass ich die richtigen Aufgaben wieder ein. Ha, diese Tastenkombination wieder, ne? Ich habe so viele Tastenkombinationen gerade im Kopf. Auch gerade jetzt im Moment, weil ich ein bisschen Planet Coaster wieder spiele. Habe ich die natürlich jetzt in den neuen Tastenkombinationen, um mir Planet Coaster noch ein bisschen einfacher zu machen, auch noch im Kopf. So. Mal sehen, vielleicht trefft ihr den ja gleich zufälligerweise. Dann können wir den ja gleich abschieben. Und, also ich habe jetzt eine gute Bewertung schon drin. Und mir fehlt auch nicht mehr viel, um das nächste bei 100% abzugeben. So. Transportieren wir mal den nach da. Also viel fehlt nicht mehr. Wir müssen noch ein paar Aufträge erfüllen. Was haben wir hier? Wissenschaftler abgeschlossen. Risiko niedrig. Da sind wir eigentlich schon durch. Mission. Die Heilung. Ach ja, die Heilung. Ach der Scheiße, ja. Die Heilung. So, das verkaufen wir erstmal gleich. Das ist nichts. Können wir auch verkaufen. Das extrahieren wir. Das extrahieren wir auch. Und dann können wir die eigentlich gleich wieder sofort losschicken. Vielleicht baue ich davon später irgendwann mal nochmal eine zweite. Dann geht das einfach schneller. Die ganzen Viecher hier zu holen. Velociraptor. Machen wir die Raptoren voll auf 100%? Ich meine, das gibt ja auch ganz schön Kohle, ne? Hier unten ist zum Beispiel auch was Neues. Australien. Ich glaube, das war vorher noch gar nicht da. Das hier ist definitiv erschöpft. Ja, komm. Dann holen wir mal aus der Mongolei ein bisschen was für eine Raptoren. Dann haben wir noch ein paar Raptore.
So, wie sieht's hier mit den beiden aus? Joa. Die verstehen sich doch prima. Die Lofos sind, glaube ich, auch gut dran. Und meine Kohle sieht auch richtig gut aus. 8 Millionen auf dem Konto, was will man noch mehr? Ein toter Dinosaurier, wo ist er denn hin? Dum, dum, dum. Sehr schön, okay. Dank euch, der liegt ja richtig beschissen da, ey. So, Transporttrupp bitte mal abholen. Wie war die andere Taste nochmal? Ja, ist das Ranger-Team, genau. Die soll nochmal Aufgaben hinzufügen hier. Mal das fertig machen, bitte. Und nochmal das Ranger-Team 2. Aufgaben hinzufügen hier. Ja, Ranger-Team. Das nächste bitte mal. Wo geht's denn? Ich glaube, ihr solltet mal hier etwas Essen auffüllen. So, dann haben wir hier einen toten Dino. Was war es denn jetzt nochmal gewesen? Ich habe gar nicht erkannt, was es jetzt war. Dann lasst uns einfach mal einen neuen ausbrüten. Ich glaube, das war hier so einer hier. Den brüten wir einfach mal eben aus. Und gut ist. Ja, die Heilung. Die kommt ja auch noch. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ganz schön Glück gehabt, ey. Achso, hier unten rennen die Edmundos rum. Passt das? Das könnte passen, um die Heilung anzunehmen. Da habe ich ja doch mal ein bisschen vorgearbeitet. Bin mal begeistert von mir selber, ausnahmsweise mal. Forschung. Nee, hier ist das nicht. Wir müssen auf alle Fälle bald was neu erforschen. Das ist klar, der... 2 Millionen. Für die Schienenbahn. Finde ich extrem teuer, ey. Das können wir erforschen. Das ist kein Problem. Aufträge. Nee. Missionen. Das ist Wissenschaft. Das ist das. Wir starten die Mission. So, jetzt wird's lustig. Ich bin froh, dass Sie Dr. Malcolms Vorbehalte nicht einschüchtern konnten. So. Ich weiß nicht, ob er übervorsichtig oder... Den lassen wir raus. Vielleicht bald. Egal. Ich glaube, dass wir das gemeinsam schaffen können. So, ja. Das wird jetzt ein bisschen tricky werden. Okay. Wie ich bereits erwähnte, bekommen wir demnächst ein krankes Tier und müssen uns darauf vorbereiten. An die Arbeit. Habe ich richtig gehört? Sie bringen einen kranken Dino in unsere Einrichtung? Ich bete, dass Sie wissen, was Sie tun, denn ich habe keine Ahnung. Und scheiße, wir brauchen noch ein Gehege. Da kommt mir nicht noch ein Fleischfresser hinzu. Und der räumt auf. Was hat denn jetzt schon wieder keinen Strom? Warum hat das denn keinen Strom? So Kotzen, ey. Scheiß Stromversorgungen. Wir brauchen sowieso bald ein neues Kraftwerk. Können wir auch mal hier eben kurz ein neues Kraftwerk hinstellen. Hier hinten muss sowieso noch mal ein neues rein. So. Zack. Zack. Und da ran. So, sehr schön. Dann brauchen wir definitiv noch ein paar Wege. Hä? Ach ja. Ach. Mal kurz wieder dran gewöhnen, wie das funktioniert hier mit dem Bauen. Der Wege. So, dann müsste das auch geklappt haben. Sehr schön. So, in 10 Sekunden steht die neue Ankunft bevor. Wir brauchen definitiv einen Zaun. Und zwar, wo ist denn der große Zaun? So. Ja, komm, den könnt ihr transportieren, das ist okay. Halt, den holt ihr mir bitte hier hin. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So, jetzt kommt die Krankheit mit dazu. Das ist jetzt schön und gut. Deswegen müssen wir auch gleich ins Forschungsding.
Und da gibt es eine neue Krankheit, die ich eigentlich erforschen sollte. Wo ist sie denn? Ich hätte da was für Sie, wenn Sie Interesse haben. Ja. Kriegen wir auch noch irgendwie geschissen. Ah. Ich weiß, ah, hier ist der schwere Stahlzaun. Unserer Gäste nicht gewährleistet ist. Das will ich nie wieder erleben. Ja, komm. Können wir jetzt im Moment nicht erforschen. Den brauche ich aber demnächst noch ganz dringend. So, ihr holt mir erstmal ihn hier ab. Und beliefert und liefert den nach hier. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Da ihr ja gerade unterwegs seid oder andere unterwegs, dann könnt ihr mir den nochmal abholen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Dann haben wir die jedenfalls schon mal alle weg hier. So, da kommt dann nämlich der Riesenbeute hier. Guckt euch den an. Das ist eigentlich ein ziemlich fettes Vieh, ne? Also. Und er ist krank. So, sorgen Sie dafür, dass er Futter. Sorgen Sie dafür, dass der Dinosaurier Zugang zu einer Wasserquelle hat. Scheiße. Da hätte ich ihn doch gleich hier reinjagen können. Kacke. Dumm gelaufen. Verdammt dumm gelaufen. Die Zustellung wurde abgeschlossen. Ah, okay. Produkttransport im Gange. Fick die nochmal eine rein. So, Futterstation. Ja, ja. Wir müssen aufgefüllt werden. Ach so, meine Rangers. Aufgaben hinzufügen. Was macht ihr hier mal klar? Ich kümmere mich um Futterstation. Ah, da hinten ist also, hm? Okay. Beginne Produkttransport. So, Aufgaben hinzufügen. Bestätige Nachschubanfrage. So, dann könnt ihr das mal eben schnell alles machen. Ihr knallt den mal eben ganz kurz nochmal ab, weil deswegen kriegen wir jetzt gerade den Achieve, also besser gesagt die nächste Stufe nicht. Und der stirbt dann auch sonst. Hopp. So, liefert den mal eben noch da. Alles gut. Das kriegen wir alles noch hin. Daran soll es nicht scheitern. So. Was sagt das Kraftwerk? Wie, keine Straßenverbindung? Willst du mich verarschen oder was? Benötigt Weg... Hä? Sag mal... Bist du doof oder was? Noch eine Wegverbindung gegeben, ey. Hä? Doof? Bist du jetzt voll Gaga? So, ich kleide dich jetzt voll ein. Transport im Gange. Hä? Jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Wieso kriegt denn das Ding keine Wegversorgung? So. Ach, okay. Jetzt haben wir es doch. So. Jetzt wollen wir mal eben fertig machen. So, jetzt hast du auch einen Weg, ne? Jetzt stell dir nicht so an. Mach die Kacke da fertig. Also. So, er wird abgeführt, oder besser gesagt herangeführt, an seine neue Umgebung. Da wird er sich ganz wohl fühlen, glaube ich. Um das Tier zu heilen, müssen wir Forschungen anstellen. Vielleicht können wir das Ausmaß des Problems abschätzen und es isolieren. Ich stelle fest, Sie und Dr. Duer haben ein krankes Tier in den Markt gebracht und suchen jetzt nach einer Heilung. Das gefällt mir. Warum nicht? Aber wie immer werde ich nicht gefragt. Nö. Wie auch immer, halten Sie den Dinosaurier von den anderen Tieren fern, um eine mögliche Ansteckungsgefahr zu Ach komm, stell dich nicht so an. Ist doch gleich vorbei. Wie geht's Ihnen? Ja, fühlt sich ganz wohl. Er fühlt sich auch wohl. Der Immuno fühlt sich sowieso immer wohl. So, jetzt müssen wir zur Forschungseinrichtung und brauchen dort erst einmal die nötige Krankheit. So, das wird in 2 Minuten fertig sein. Können wir uns in der Zeit um was anderes noch kümmern. Und zwar um ein neues Gehege. Oder besser gesagt, ein neues Gehege brauche ich jetzt noch. Ach, scheiße, doch brauche ich schon. Mist. Ah, der wird mir schneller abhauen, als ich gucken konnte, ey. Ja, genau. Ah, das zum Kotzen. Gut gemacht. Wir nehmen erstmal einen leichten Stahlzaun. Ich meine, das ist zwar die dümmste Idee, die ich jetzt bauen kann. Ah, was soll's. Ich muss den nachher irgendwie unterkriegen. Obwohl, die können mir noch 2 Minuten geben. Ich brauche auf alle Fälle einen großen Zaun. Das wird ein großer Fettklops. Und dann hätten wir eigentlich... Eigentlich könnten wir jetzt schon die neue Insel antreten, aber... Ich will dann schon... Ist richtig verschlossen hier? Ich glaube ja, ne? Ist zu? Ist zu.
Brauchen wir noch ein Tor und dann passt das Ganze um die Ohr. So, Gehege. Ein Tor. Gut, da mit rein. Was bauen wir danach? Für die Besucher werde ich mir da irgendwas noch einfallen lassen. Ja, das machen wir später alles. Erstmal müssen wir diese Heilung durchkriegen. Und... Ach ja, weil ich ja hier oben diese Wetterstation hingestellt habe, Sturmabwehr, ist es ja ziemlich gut gesichert. Gerade hier oben in dem Bereich. Was ich schon sehr, sehr gut finde. So, wir haben die Forschung abgeschlossen. Das heißt, die Ranger-Teams dürfen sich jetzt darum kümmern, den zu heilen. Füge Aufgabe hinzu. Einverstanden. So, dann ist der geheilt und Thema ist durch. Brauche ich mich darum auch nicht mehr kümmern. Da habe ich das nächste auch abgeschlossen. Jetzt kann ich erstmal in die Forschungsstation noch rein. Und kann mir ganz kurz das schwere Gehege hier reinhauen. Denn da brauche ich definitiv noch. Obwohl wir haben 11 Millionen, davon könnten wir eigentlich mal auch locker 2 Millionen mal eben in den Keller schießen. Warum mal nicht? Was soll denn der ganze Geiz? So, Archäologenteam los. Bitte. Danke. Und wir hatten ja hier auch einen neuen Upgrade, ne? Ja. Ausbrütungstempo 1. Die Erfolgsrate möchte ich. Oder haben wir die Erfolgsrate 2 auch schon? Ja. Definitiv auf Erfolgsrate 2 gehen. Das erhöht mir nicht die Chancen nachher der Dinos. So, Strom. Ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Stromprobleme haben hier. Was ist denn hier los? Willst du mich verarschen da hinten in der Ecke oder was ist mit dir los heute? Das ist doch eindeutig mit dem Weg verbunden. Ey, besser kann man es doch gar nicht mehr mit dem Weg verbinden. Also jetzt mal ganz im Ernst jetzt hier. Ja, deswegen Gesamtproduktion 0, weil es sich... Was ist denn, hä? Bin ich blöd? Also mehr kann ich es nicht mit dem Weg verbinden. Es tut mir leid, besser geht es nicht. Hör mal, bist du schickig? Oder bin ich jetzt einfach zu blöd? Welche Futterstationen sind es? Ach, die bei den Raptoren. Sollte man auch mal zusehen, dass man das hinkriegt. So, Aufgabe zufügen. Nachschubanfrage erhalten. So, habt ihr das Vieh jetzt geimpft oder was? Ja, habt ihr. Sehr schön. Dann müsste es dir doch jetzt eigentlich gut gehen, ne? Schön, wir haben nämlich einen neuen Dino. Glückwunsch, yay! Und... Da hinten hört einfach... Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Hol den Bagger raus! Weg damit! Mach das nochmal. Das kann doch wohl nicht wahr sein hier. Strom. Kraftwerk. Bauen. Hier. An... Anschluss, so. Jetzt hoch, fertig machen. Schnauze voll hier. So ein Blödsinn. So, angeklemmt. Noch nicht ganz. Strom. Leitung. Sehr schön. Zu dem Fossil. Mal sehen, was wir gekriegt haben. Verkaufen. Extrahieren und extrahieren, so. So, 18 Minuten sind schon wieder oben. Meine Fresse, geht das wieder schnell, wa? Und ich würde sagen, ich mache hier eine kurze Pause und wir sehen uns, oder besser gesagt eine Unterbrechung, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder weitergeht mit Jurassic World Evolution. Also bis zum nächsten Mal.